Er wird im Amt bleiben. Der rumänische Präsident Klaus Iohannis ist am Sonntag wiedergewählt worden. Nach Auszählung fast aller Stimmen gewann der liberal-konservative Politiker, der früher Bürgermeister von Sibiu war, die Stichwahl mit deutlichem Vorsprung und erzielte 63,1%. Er steht für den Kampf gegen die Korruption im Land und gilt als Wunschkandidat der EU. Das moderne Rumänien habe gewonnen, das europäische Rumänien, so Iohannis nach Bekanntwerden seines Sieges. Er sei beeindruckt von der Anzahl der Menschen, die zur Wahl gegangen seien. Romania Europeană. Die Wahlbeteiligung lag bei 49%. Auf seine Widersacherin, die Sozialdemokratin Viorica Dăncilă, entfielen 36,9% der Stimmen. Sie war wenige Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl als Ministerpräsidentin per Misstrauensvotum wegen ihrer umstrittenen Justizpolitik gestürzt worden.